Sie sind hier, 27. September 2018, 18.45 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Joachim Löw hat sich in London nicht mit Mesut Özil getroffen. Urheberrecht Getty Images München. Joachim Löw ist nach dem geplatzten Treffen mit dem zurückgetretenen Mesut Özil enttäuscht. Zuvor dementiert Arsenal-Trainer Unai Emery Medienberichte. Bundestrainer Joachim Löw ist nach dem geplatzten Treffen mit Mesut Özil enttäuscht. Mesut war nicht da, von daher müssen wir akzeptieren, dass er aktuell nicht mit uns sprechen will. Die Gründe kenne ich auch nicht, sagte der 50-Jährige am Rande der Vergabe der EM 2024 in Lyon. Das hätte ich mir erwartet, gerade von Mesut. Persönlich bin ich darüber enttäuscht, wenn man so lange zusammengearbeitet hat, hätte ich mir ein persönliches Gespräch gewünscht, ergänzte Löw. Emery dementiert Gerüchte um verweigertes Treffen. Zuvor hatte Arsenal-Trainer Unai Emery Medienberichte, wonach er eine Begegnung zwischen Özil und Löw im Trainingszentrum des FC Arsenal verhindert haben soll, zurückgewiesen. Das ist nicht wahr, stellte der Teammanager der Gunners am Mittwoch nach dem 3:1 im Carabao Cup gegen Brentford klar. Anzeige, jetzt das DFB-Trikot holen. Hier geht's zum Shop. Zusammen mit Oliver Bierhoff hatte Löw dem Londoner Club zu Wochenbeginn auf dessen Gelände einen Besuch abgestattet. Dabei trafen sie sich mit den deutschen Arsenal-Profis Bernd Leno und Shkodran Mustafi sowie Ex-Weltmeister Per Mertesacker, nicht jedoch mit Özil. Emery war vorgeworfen worden, Löw und Bierhoff den Zugang zum Training verwehrt zu haben. Özil will kein Gespräch mit Löw. Der Mittelfeldstar trat nach der Weltmeisterschaft ohne Rücksprache mit den Verantwortlichen aus der Nationalmannschaft zurück. Wir hätten uns gerne mit Mesut unterhalten. Aber wir müssen akzeptieren, dass er momentan das Gespräch mit uns nicht haben will, sagte Bierhoff nach der Schnittvisite bei Arsenal. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.